meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch die Baby-Anziehsachen zeige, so wie in einer Art Haul. Ich habe ja, sagen wir mal so, 50% der Klamotten von den anderen Kindern so ein bisschen nehmen können. Also ich habe ja, wie ihr wisst, einen Jungen, der ist sehr groß, 16. Und dann habe ich 3 Mädels und jetzt bekomme ich wieder einen Jungen. Das heißt, vom großen Jungen konnte ich nichts mehr aufbrauchen, weil es ja nicht mehr so schön war oder nicht mehr so modern. Und von den Mädels waren da aber schon einige Sachen dabei, die so geschlechtsneutral sind, grau, weiß etc. Aber ich musste auch natürlich einige Sachen neu kaufen für unseren kleinen Jungen, der ja bald zur Welt kommt. Viele haben sich das von euch gewünscht, deswegen zeige ich euch unsere Erstausstattung in Baby-Anziehsachen. Und ich würde mal sagen, fangen wir an. Bevor ich euch die ganzen Sachen jetzt aber zeige, die ich fürs Baby geholt habe, habe ich mir gedacht, setze ich euch hier eine Liste rein, eine zusammengefasste von den ganzen Sachen, die ich im Video jetzt zeigen werde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die gern screenshotten und eventuell daran inspirieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video. Geburtstag ist 8.1., aber auf jeden Fall im Winter. Deswegen habe ich ihm so einen süßen Overall gekauft. Den habe ich bei TK Maxx gefunden. Der ist von der Marke Bebe Bonito. Keine Ahnung, ich kenne die Marke nicht, aber ich fand das so süß. Einfach so zum drüber anziehen, bevor wir dann los müssen. Quasi als letztes Überwurf. Und das ist so ziemlich praktisch zum Anziehen. Das ist immer sehr, sehr wichtig bei Babyklamotten. Kann man das ganze Baby reinlegen und hier die Arme reinschwupsen. Und fand ich richtig, richtig süß. Perfekt halt für den Jänner, für die kalten Wintermonate. Und wenn er auch im Dezember kommt, dann auch noch super gut. 0 bis 3 Monate steht da drauf. Ich würde meinen, dass er wahrscheinlich noch zu groß sein wird am Anfang. Aber ja, auf jeden Fall, wir sind schon mal für den kalten Winter gewappnet. Dann habe ich noch von der Luisa dieses diesen Overall. Der hat die Größe 62, der ist 2 bis 4 Monate. Den kennen wahrscheinlich ganz viele, weil ganz viele haben den. Der ist von H&M. Das ist so ein Teddybär Overall und ich finde den so süß. Und deswegen, der geht bei Mädels und bei Jungs so einfach geschlechtsneutral. Ich zeige euch mal, ich habe hier die ganze Kiste vorbereitet. Da seht ihr die Sachen, die noch in Folie sind. Das sind die Sachen, die ich neu bestellt habe. Ich habe es vermieden, ehrlich gesagt, jetzt lange shoppen zu gehen. Hätte ich gerne gemacht. Es ist immer, finde ich, so schön, wenn man Sachen auch so vor Ort im Geschäft anschauen kann. Hätte ich euch auch gerne mitgenommen, aber also im Vlog-Style. Aber das ging ja wegen Corona nicht. Aber halb so wild, habe alles dann online bestellt. Aber zuerst zeige ich euch mal hier meine Kiste. Das ist nämlich alles, was ich jetzt über habe von den Mädels und auch wahrscheinlich von Patrick einige Sachen noch dabei. Also, als erstes ein paar Strumpfhosen. Oh, wie süß! Schaut euch mal das an. Wie klein ist das bitte? Das ist, glaube ich, Größe. I don't know. Ich glaube, das ist sogar unter 50, oder? Ich weiß nicht, die sind von Primark, glaube ich. Die haben der Luisa gehört. Und die sind grau, also perfekt, passt auch für einen Jungen. Und dann sage ich euch eine Strumpfhose, die ist ja 16 Jahre alt, weil die hat tatsächlich den Patrick gehört. Die haben alle angehabt, also Patrick, Michelle, Lara, Luisa und jetzt auch noch Babyboy wird die anziehen. Das ist einfach so toll, das hat sich so gut erhalten von H&M, Größe 50 bis 56 und der Gummi ist noch richtig gut. Also wenn der Gummi nicht mehr gut wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht jetzt mitgenommen, also nicht weiterverwendet, aber richtig, richtig. Schaut aus wie 2 Socken. auf jeden Fall, ja. Strumpfhosen ganz wichtig. Ich glaube, davon habe ich jetzt 3 Stück. Ja, ich habe nämlich nochmal eine weiße. Also 3 Strumpfhosen und ich glaube, das sollte mir reichen. Dann habe ich hier auch Babysäckchen. Schaut mal. Die habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Und da habe ich 3 Farben davon. Einmal hellblau, dunkelblau und so mittelblau. Ja, Babysöckchen sind zwar, finde ich, kann man immer gebrauchen, aber ich finde immer so ein bisschen schwierig, weil Babys ziehen Socken innerhalb von Sekunden aus, man kennt, oder? So einmal mit dem Fuß und weg ist die Socke, also ich bin eher die, da auf Strumpfhosen zugreift und vielleicht nochmal eine Socke drüber wirft, so damit es doppelt gemoppelt ist. Das habe ich denn hier noch Schönes? Aha, ich habe hier noch Socken, die habe ich, glaube ich, sogar noch von der Lara, ja, Babysöckchen. Die werden wahrscheinlich erst ein bisschen später dann passen.
Hier auch nochmal Babysöckchen. Und dann habe ich noch so eine braune Hose. Die habe ich, glaube ich, von der Luisa. Genau, die ist von der Luisa. Die ist von Zara. Ja, genau, die ist von Zara. Und, oh mein Gott, diese Hose. Diese Hose ist auch alt. Also 16 Jahre alt. Die ist von Patrick noch. Voll krass, Redmann. Eine Jeans. Eine doppelt so eine gefütterte Jeans ist das. Oh Mann, voll herzig. 56, Größe 56. Das ist aber so eine, ja, so eine Jeans. Die haben auch, glaube ich, alle angehabt. Wahnsinn, oder? So eine 16 Jahre alte Jeans. Voll cool. Und dann habe ich noch so einen Overall, einen Schlafoverall. Der hat auch den Patrick gehört. Bitte gebt euch das. Das ist Wahnsinn, oder? Dass sich das so gut erhalten hat. Und das haben tatsächlich auch alle angehabt bei uns. Weil das ja auch so einfach so geschlechtsneutral ist. Und das hat die Größe 50. Mein Gott, habe ich mein C&A gekauft vor 16 Jahren. Krass. Dann, was habe ich hier noch? Das sind eigentlich alles ziemlich neu gekaufte Sachen. Anna, das habe ich auch noch. Also, das ist von Luisa. Das habe ich bei Primark gekauft. Und das ist bestehend aus, das war so ein Set aus zwei Teilen. Einmal das hier und einmal das hier, also mit Wölkchen. Und einmal ist da so ein Fuchs drauf. Und die sind richtig, richtig klein, diese Bodies. Also die sind so, glaube ich, Untergröße 50. Weil die Luisa, die war eher so eine kleine zierliche Mausi. Und die ist ja auch zwei Wochen früher gekommen. Da musste ich diese Sachen, also diese kleineren Sachen nochmal, ja, nachkaufen. Kennt ihr das? Man kauft so eine Größe und dann ist das Kind auch viel zu klein, da muss man nochmal ins Geschäft gehen und was kaufen. Das habe ich noch, das ist auch von Luisa, das wird auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen später dann sein, ja, 62. Ja, mit so einem Krümelmonster. Oder so ein Set, so ein Zweierset. Das habe ich mal beim Hofer gekauft. Und dann noch diese Hosen hier. Ich glaube, die hat tatsächlich auch dem Patrick gehört. So eine Latzhose. Und dann diese Latzhose, die hat der Michelle gehört. Die hat die Größe 56. Die kann ich dann gleich so für den Anfang auch gleich nutzen. Also 56 von Michelle. Ja, bei Latzhosen und Jeans und Hosen, das ist meistens so Unisex, kann dann jeder anziehen. So, und das sind halt die Sachen, die ich dann neu gekauft habe. Ah nein, nein, sorry, ein Overall habe ich noch vergessen. Von Michelle, das ist auch von Michelle. Schaut mal. Das ist auch so ein Teil, das alle angehabt haben, außer Patrick natürlich. Also alle drei Mädels haben diesen Overall angehabt. Und er passt natürlich perfekt auch für einen Jungen und für Mädchen. Das ist dann völlig Wurst, völlig egal. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich jetzt neu gekauft habe. Also ich habe hier auf jeden Fall mal Langarmbodies genommen. Das habe ich alles in Größe 50 gekauft. Ich bin noch mal gespannt, wie groß das Baby dann sein wird, ob er die Sachen auch zumindest einen Monat tragen kann. Ich wollte nicht nur 56 kaufen, dass die Sachen nicht zu weit sind. Ich mag das nämlich überhaupt nicht. Ich finde, eine Anziehsache muss auch gut sitzen. Und deswegen habe ich das jetzt in 50 gekauft. Das war so ein Set mit diesen hier. Das habe ich auch, weil das natürlich Größe 50. Und hier nochmal Größe 50. Das ist ein Set gewesen mit diesem Body hier. Also einmal blau gestreift mit grau. Und die sind so ein bisschen gerippt und ja, die sind von H&M. Man könnte meinen, okay, Babys brauchen vielleicht nicht so viel Bodies, aber es gibt ja auch viele Kinder, die spucken und viele, die dann auch eine explodierte Windel haben. Dann, bis man dann vielleicht nicht so oft zum Waschen kommt, finde ich das dann besser, wenn man mehr als nur 4-5 Bodies hat. Deswegen habe ich hier nochmal auch so kurzärmelige gekauft mit Winnie Pooh. Die sind aber jetzt, glaube ich, Größe 56. Steht jetzt nichts drinnen. Die sind nämlich von Primark, aber die schauen mir schon ein bisschen größer aus. Ich habe schon vergessen, welche Größe das hat. Ja, auf jeden Fall. So sieht man, dass es ein bisschen länger ist. Also das ist auf jeden Fall Größe 56. Das war so ein Set mit 5 Bodies. Und die sind alle mit Winnie Pooh. Also einmal hier Winnie Pooh, hier mit der ganzen Bande. Dann nochmal das hier. Das finde ich auch ganz, ganz süß. Und ich habe auch, wie ihr seht, kurzärmelige Bodies genommen. Also ich habe vier langärmelige und dann hier diese 5 kurzärmeligen. Und denke mal, dass ich hier jetzt an Bodies gut ausgestattet bin. Ich habe also 9 Stück
Also 9 Stück Bodies hier. Sorry, ich habe vergessen, dass ich die ja auch habe, aber die sind halt doch relativ klein. Mal schauen, ob er da überhaupt reinpasst. Dann habe ich auch so ein ganz süßes Schlaf-Overall-Dings da gekauft. Mit Dinos. Das habe ich, glaube ich, beim C&A gekauft. Ja, Babyclub ist C&A. Ja, da habe ich hier diesen. Und dann habe ich ja diesen von Patrick noch. Ja, der ist ja auch Größe 50. Und das ist auch Größe 50. Ja, die zwei sind jetzt Größe 50. So, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich ja noch gar nicht ausgepackt habe. Das wollte ich nämlich zusammen mit euch vor der Kamera machen. Diese ganzen Sachen hier. Und die werden wir gleich aufmachen. Die muss ich dann ja sowieso gleich waschen und passt dann sowieso perfekt. Als erstes zeige ich euch aber dieses süße Mützchen, weil das ja auch ganz, ganz wichtig ist, ne, für ein Winterbaby. Eine gute Mütze, eine dicke Mütze. Und da habe ich die hier, die habe ich über Instagram bestellt. Das ist so eine Seite, die macht wirklich wunderschöne Mützen. Sie ist aus Österreich und ich finde die so, so süß, so immer im Teddybär-Style, und habe mir da diese Graue ausgesucht, weil ich fand die Grau, also das Grau passt dann auch gut zu unserem Overall, und ja, grundsätzlich finde ich, dass das eine neutrale, schöne Farbe ist. Ja, aber ich habe natürlich auch Indoor-Mützen bestellt. Die habe ich, glaube ich, beim Primark bestellt, genau. Da habe ich zwei so gefunden. Also so einmal eine graue und einmal so eine weiße mit Sternchen. Einfach, ja, zum Überziehen dann vielleicht im Haus oder, ja, keine Ahnung, im Krankenhaus dann auch gleich direkt. Vielleicht packe ich mir dann sogar eine mit. Schauen wir mal in die Kliniktasche. Dabei waren auch solche Handschuhe. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan von solchen Handschuhen. Ich habe nie den Kindern welche angezogen. Kann man natürlich machen, präventiv, damit sich das Kind jetzt nicht das Gesicht zerkratzt, wenn es zum Beispiel zu lange Nägel hat. Man sollte ja die Nägel nicht schneiden am Anfang. Aber schauen wir mal. Dann machen wir gleich auf die Tüten, die ich da vor mir habe. Ich habe selber schon fast vergessen, was ich bestellt habe. Aber wenn man so nachdenkt, mir haben ja Hosen gefehlt. Also Hosen habe ich ja, Unterbekleidung habe ich ja fast keine gehabt. Ich habe nur Schlafoverall und Bodysets gehabt, aber keine Hosen. Und deswegen habe ich bei H&M diese süßen Hosen, so kleine Hosen mit Füßchen hier dran, seht ihr? Wie das ausschaut. Auf jeden Fall vollherzig mit Panda, also weiß mit Panda, und dann schwarz oder grau, ist das grau? Ja, so dunkelgrau, schwarz würde ich sagen. Und dann nochmal so gestreift. Das ist einfach so, finde ich, so eine gemütliche Chill-Klamotte für zu Hause. Einfach den Baby im Body an und dann so eine Hose und dann ist es eigentlich schon fertig angezogen. Das habe ich in Größe, Moment, zeige ich euch auch gleich, in Größe 50 bestellt. Ich habe hier nochmal welche. Diese habe ich, glaube ich, in Größe 56 bestellt. Und die haben kein Füßchen da dran. Mal gedacht, auch mal so, soll, damit ich auch so welche habe. Und ja, die sind tatsächlich Größe 56 und haben ganz, ganz, ganz coole Farben dabei. Also das war so ein Set mit Braun, dann Blau, Grün, Kaki-Grün, Grau und Schwarz. Und ich finde, die passen auch sehr, sehr gut zu den Bodies, die ich gekauft habe. Und ja, so Hosen, so Chiller-Hosen für zu Hause. Da habe ich jetzt, naja, schon viele Hosen jetzt, wenn man denkt. Aber ich denke mir auch, wenn sich das Baby mal jetzt anmacht und so, dass ich jetzt auch nicht sofort in Stress gerate und wie eine Verrückte die Waschmaschine ständig laufen habe. Dann habe ich hier einen Dino Schlaf-Overall. Ich fand den so süß mit dem Dino-Aufdruck. Der ist schon ein bisschen größer, 56. Genau, 56. Ohne Füßchen, aber beim Schlafen braucht man das ja sowieso nicht, weil man einen guten Schlafsack hat. Ja, mit Dino und ganz vielen Druckknöpfen bis hier unten. Wenn ihr die Windeln wechseln wollt, müsst ihr zum Beispiel nicht das ganze Baby auspacken, sondern einfach die Drückknöpfe bis hier aufmachen. Reicht dann meistens auch schon vollkommen. Was habe ich denn hier noch? Ich habe hier noch ein Schlaf-Overall. Auch in Größe 56. Bin ja mal gespannt, aber ob mir das dann reichen wird. Aber ich denke schon. Na, wenn man mal zum Beispiel schon alle Schlaf-Overalls aufgebraucht hat, kann man ja noch ein Body anziehen zum Schlafen und so eine Hose. Ja, auf jeden Fall. Das war wie süß. So blau mit Wölkchen. Perfekt einfach.
schon ganz kuschelig zum Schlafen. Auch in Größe 56. Und dann habe ich noch hier ein Zweierpack Schlaf-Overall für 56. Also ich glaube, ich bin sehr gut ausgestattet. Ich habe zwei in Größe 56, in Größe 50 und dann diese vier in Größe 56. Sollte ausreichend sein, denke ich mal schon. Da ist da diese Farbe blau drinnen, also so türkisblau. Und dann einmal ganz süße Elefanten, also so beige-grau. Und als Aufdruck sind da so kleine süße Elefanten drauf, in Größe 56. Und hier ist ein Reißverschluss. Den macht man hier auf bis zu einem Bein hier, bis ganz nach unten. Auch super praktisch zum schnellen Wickeln in der Nacht oder so. Dann habe ich hier noch einen Schlafsack, eher so einen dünneren Schlafsack. Weil das Baby schläft ja bei uns im Familienbett und wenn man da eh so kuschelt, dann gibt man eh so viel Wärme auch ab. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mal so einen eher kuschelig, also nicht so einen dicken, sondern so einen mitteldicken. Vielleicht werde ich das Baby auch pucken. Mal schauen, werden wir dann eh sehen. Und da ist so ein weißer, also es ist weiß und da ist ein Teddy-Gesicht drauf, das schläft. Und da gibt es halt oben die Druckknöpfe zum Ausziehen. Und zum Wickeln kann man auch hier, hat man hier auch noch so einen Reißverschluss. Ja, so schaut der aus und finde ich ganz, ganz süß. Und der hatte Größe 50, 56. Das heißt, der ist gleich für den Beginn auf jeden Fall ganz, ganz, ganz knuffig. Und ja, Schlafsack, finde ich, braucht man auch. Ich habe jetzt nur einen. Ich bräuchte natürlich vielleicht noch einen, weil ne, wenn das Baby sich in die Hose macht, dann habe ich dann halt keinen mehr. Und deswegen muss ich mir wahrscheinlich noch einen holen. Ja, dann habe ich hier etwas in Größe 56 und ich habe komplett vergessen, was das ist. Aber ich glaube, das ist ein Zweiteiler, soweit ich das jetzt erkennen kann. Ja, das sind Zweiteiler. Also einmal eine Hose und dann dazu passend der Sweater in Größe 56, also ein bis zwei Monate. Das habe ich mir gedacht, das ist dann eher so für, wenn wir irgendwo hingehen, zum Beispiel zu jemandem zu Besuch, aber, oder es kommt Besuch zu uns, also so eher so eine Outdoor-Klamotte, wenn wir, ja, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wir haben ja aktuell Corona, wo soll man da großartig hingehen, aber vielleicht wird es ja irgendwann einmal besser, hoffen wir das, und dafür habe ich dann schöne Anziehsachen. Und dann habe ich hier noch so einen Overall, der ist aber eher so ein Indoor-Overall, also nicht so für draußen, also ist das, ich meine? Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall schaut er so aus. Und der ist aus so einem kuscheligen Frottee-Stoff. Beinchen sind offen, also kann man eine Strumpfhose drunter anziehen, natürlich ein Body und den dann drüber und fertig ist das Kind angezogen. Oder sogar ein Teddy, schaut mal. Oh, Teddy. Und dann habe ich hier noch eine Decke. Die schaut so aus. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich die aus der Home-Abteilung bestellt? Ich glaube, ja, H&M Home. 100 mal 150. Ich werde sie mal kurz aufmachen. Ich habe sie noch gar nicht angeschaut. Ich bin ja so eine Verrückte. Ich liebe Decken. Also ich bin eine Deckenverrückte. Ich weiß nicht warum, aber okay, die ist ja richtig groß. Ich mag so Kuscheldecken einfach so gerne. Und dann kann man das Baby so ankuscheln und dann kuschelt man dann mit dem Baby und mit der Decke und schaut fern oder liegt am Bett und genießt sein Wochenbett. Ja, ich weiß noch nicht, ich bin noch gerade noch nicht so schlüssig, weil die ist schon sehr, sehr riesig. Ob ich die denn behalten soll oder ob ich sie zurückschicken soll, weil die ist schon groß, ne? Aber vielleicht habe ich dann länger was davon. Ja, meine Lieben, und mit der Babydecke war das jetzt quasi das letzte Teil, welches ich euch ja, zu zeigen habe, weil ich habe jetzt nichts mehr. Ich denke, ich habe gut eingekauft, beziehungsweise bin gut ausgestattet, auch mit den Sachen, die ich noch von den anderen Kindern habe. Ich habe einige Sachen in Größe 50, einige Sachen in Größe 56. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, falls euch jetzt irgendwas aufgefallen ist, was ich unbedingt noch brauchen würde. Deswegen schreibt es mir gerne rein. Und wenn ihr ein Ersterstattungsvideo von unserer gesamten Babyausstattung sehen wollt, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid, dann wird das gleich als nächstes für euch dann abgedreht und ich zeige euch, was wir für unser Baby haben, weil da kommen natürlich noch andere Sachen ins Spiel, auch andere Textilien wie
Puck-Sachen, Puck-Tücher, Mullwindeln und so weiter. Und auch vieles mehr. Kinderwagen, Autositze, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid, ne? Also, das war's jetzt und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!